Willkommen zur Präsentation oder zum Foliensatz Alles Wissenswerte über Lithium und den Lithiumbrand. Diese Folien sind Bestandteil des Online-Brandschutz, ja, oder der Online-Brandschutzausbildung vom Sicherheitsingenieur NRW. Und solltest du Interesse haben an einer Online-Ausbildung, um selbst Brandschutzbeauftragter zu werden, werde ich alle Informationen unter dieses Video posten. Lasst uns aber ins Thema starten. Generell, meine erste Folie ist immer identisch. Ich gehe davon aus, wir duzen uns. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich gehe davon aus, du bist gerade während der Arbeitszeit oder schaust dieses Video halt aus beruflichen Gründen. Du bist SIFA, SEGIKO, Brandschutzbeauftragter etc. pp. Natürlich kann sich auch hier der ein oder andere Hausbesitzer halt verlaufen haben. Völlig in Ordnung auch. Generell sollte man immer wissen, wo ist hier der nächste Feuerlöscher. Auch ist es der richtige Feuerlöscher für die richtige Brandklasse. Wo sind meine beiden Flucht- und Rettungswege? Seit März 2022 sagt die ASR 2.3, das Wording hat sich ja geändert, wo ist mein Hauptfluchtweg und wo ist mein Nebenfluchtweg? Wo ist mein Sammelplatz? Welche Alarmierung gibt es im Ernstfall? Gibt es eine? Gibt es mehrere Töne? Das ist ja auch möglich. Also in den chemischen Anlagen gibt es verschiedene Alarme für ein Feuer oder halt bei dem Gasalarm gibt es ein anderes Alarmierungssignal. Dann immer gut zu wissen, wo ist der nächste Verbandskasten. Auch hier hat sich die DIN-Norm 2021 geändert und bis zum 30.04.2022 sollte der Verbandskasten aufgestockt werden sozusagen. Dort gehören inzwischen etwas mehr Materialien rein. Dann, wer und wo ist der nächste Ersthelfer? In der Regel müssen 10% Ersthelfer vor Ort sein. Die 10% verstehen sich so, wenn der Kollege Meier und die Kollegin Müller heute nicht da sind oder den Betrieb gewechselt haben, erkrankt sind etc. pp., müssen trotzdem diese 10% sichergestellt werden. 10% ist hier das Mindestkriterium. Man kann auch per Gefährdungsbeurteilung die Anzahl hochlegen. Bei der VBG, wenn wir jetzt mal ins Detail gehen sollten, sind nur 5% Ersthelfer nötig. Neben den Ersthelfern sind auch immer wieder die Brandschutzhelfer und/oder Evakuierungshelfer zu erwähnen. Die sollten natürlich auch bekannt sein. Dann sollte man sich die Frage stellen, gerade in Verbindung mit Lithium oder Lithiumbränden, was sind eigentlich unnötige Brandlasten und was kann man dagegen tun? Ja, ganz einfach, in der Regel, man beseitigt oder recycelt diese Brandlasten, diese unnötigen. Gut, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Donato Muro. Ich habe mal Chemie und Biotechnologie studiert. Habe dann auch im Master noch, im Chemiemaster beschlossen, halt meine Richtung halt zu ändern. Bin halt dann, habe dann die Chemie sozusagen verlassen. Habe dann halt hier einen Master-Ingenieur gemacht in vorbeugendem Brandschutz. Das Foto ist hier schon was älter. Ich habe auch noch einen Ingenieurgrad in Arbeits- und Anlagenschutz und ich bin halt Master of Law, habe also auch noch Jura studiert, aber auch das mal beiläufig. Darf den Titel natürlich Sicherheitsingenieur tragen, mache auch Erste-Hilfe-Ausbildung und habe dafür auch die Sanitäter-Ausbildung gemacht. So viel zu mir. Sollten mal Fragen sein. Ich bin erreichbar, man findet mich sehr gut auf der Homepage sicherheitsingenieur.nrw. Aber unter dem Video wirst du auch alle Informationen zu mir und die Kontaktwege finden. Ja, Brandschutz. Heute hier in dem Thema speziell der Lithiumbrand. Ich möchte mir zweierlei anschauen. Einmal den vorbeugenden Brandschutz. Vorbeugender Brandschutz bedeutet halt baulicher Brandschutz, anlagentechnischer Brandschutz, organisatorischer Brandschutz. Höchstes Ziel ist es beim vorbeugenden Brandschutz, dass es nicht zum Brand kommt. Dann schauen wir uns an im zweiten Abschnitt Einsatz verschiedener Löschmittel, die wir bei Lithiumbränden verwenden könnten. Ja, warum könnten? Muss halt immer darauf abgestimmt werden, auf die Situation, auf die echte Lithiumverbindung und wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Schauen wir uns aber zusammen an. Ja, es gibt Schadensereignisse, diese wollen wir vermeiden. Es gibt Sachen, die dürfen nicht passieren, aber sie passieren halt.
Und darauf bereiten wir uns vor. Ich, du, alle Leute, die in der Prävention halt tätig sind. Im beruflichen Kontext ist das hier halt die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Brandschutzbeauftragte, der Gefahrgutbeauftragte, der Emissionsschutzbeauftragte, Abfallbeauftragter, Störfallbeauftragter, habe ich glaube ich schon gesagt, Gewässerschutzbeauftragter und halt Gefahrgutbeauftragter halt, ja. Wir bereiten uns darauf vor, dass nichts passiert und darüber hinaus ist die Worst-Case-Szenario, was wir auch betrachten, ist das, was passieren könnte und wir dann darauf vorbereitet sind. Bei uns brennt es nie. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Wenn das nicht so wäre, hätten wir auch die Feuerwehren schon lange abgeschafft. Hat es bei dir schon mal gebrannt? Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Trotzdem haben wir die Feuerwehren halt nicht abgeschafft. Warum? Weil es tatsächlich ja mehrere hundert Male täglich noch in Deutschland zum Brand kommt. Ich lese mal weiter. Der Umstand, dass es in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen nur einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss. Das bedeutet, wenn es nicht brennt, ist es gerade ein Glücksfall. Und dass es nicht brennt, gerade bei dir, ist halt hier ja einfach nur Glück, wobei ich immer sage halt, wir Leute aus der Prävention, das ist kein Glück, dass es gerade bei mir nicht brennt, sondern das ist Können und Beherrschen von Risiken halt, ja. Gut, das hat mal ein kleines Verwaltungsgericht gesagt, 85, das interessiert in der Regel niemanden tatsächlich. Spannenderweise ist es aber so, es gibt ja noch ein separates YouTube-Video auch, höchstrichterliche Rechtsprechung. Wenn das Oberverwaltungsgericht sowas bestätigt, wird das zur höchstrichterlichen Rechtsprechung. Und die höchstrichterliche Rechtsprechung ist genauso verbindlich wie das geschriebene Gesetz. Das macht die Rechtsprechung auch so. Ja, schwierig oder auch teilweise anspruchsvoll für die ganzen Nichtjuristen halt. Ja, man müsste sich im Endeffekt mit jedem Thema nochmal speziell beschäftigen. Gibt da so Juristendatenbanken wie Beck und Co., kostenpflichtig. Da kann man sehen, was wurde hier entschieden von einem Bundes- oder von einem Landesgericht halt. Ja, was kann brennen? LKW-Brand auf der A31? Kleine Explosionen durch Batterien, das geht, ja. Natürlich geht das halt, ja. Gut, hier konnte man halt schön sehen, das war auch ein Abfalltransporter, ist hier am A zu erkennen. An der orangenen Karte kann man erkennen, das war ein Gefahrguttransporter halt. Also Batterien, klar, da sind noch Restenergien drin. Diese können natürlich auch mal durchzünden, anzünden oder halt hier durch Kurzschlüsse, wenn die Pole nicht abgedeckt sein sollten oder weil auch die Batterien gebrochen und oder defekt sind, können die natürlich durchzünden. Ich gehe davon aus, dass es fast ja täglich, würde ich behaupten, in irgendeinem Recyclinghof oder Abfallstation durch eine Batterie zum Brennen kommt tatsächlich. Ist hier aus der WAZ 2017, ist schon was her, aber ist immer noch aktuell. Um was geht es eigentlich gerade? Lithium-Ionen-Batterien finden in unserem Alltag millionenfach Verwendung. Ganz klar, ich habe gerade auch mein Telefon neben mir liegen. Auch da wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Lithium-Ionen-Akku drin sein. Warum? Sie werden aufgrund ihrer hohen oder des hohen Energiespeichervermögens zunehmend als wiederaufladbare Zelle oder Batterie verwendet bei, ganz klar, Handys hast du, Notebooks hast du auch, Elektrowerkzeug wirst du auch haben wahrscheinlich, aber auch in der Elektromobilität werden diese Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt. Also am Ende des Tages unterhalten wir uns über etwas, was völlig normal ist, was jeder zu Hause hat und seitdem halt die Samsung-Telefons halt mal durchgezündet sind, auch in einem Flugzeug, ist halt hier die Gefahr, die erhöhte Gefährdung der Lithium-Ionen-Akkus uns einfach auch ja, bekannt oder auch mal real geworden tatsächlich halt. Ja, wie oft passiert das wirklich? Wir gehen jetzt mal nur ein paar deutsche Sachen durch. Man kann halt hier sehen, im Juli 2018 in Darmstadt Explosion einer Batterie, zwei Verletzte, ja, und 5.000 Euro Sachschaden halt. Was haben wir noch? Florida, okay. Hier Baden-Württemberg 2018, Defekt im Produktionsbereich, Gott sei Dank kein Verletzter. Aber ey, 5 Millionen Euro Sachschaden halt. Gut, Schweiz.
Indien, vier Flug von Frankfurt nach Indien, Feuerfangen eines Akkus, eines Samsung-Handys halt, Zerstörung des Handys, kein Flugzeug, kein Personenschaden, Gott sei Dank. Osnabrück, Österreich, Österreich, okay. Österreich, USA, Hannover, 2017, Explosion eines E-Bikes-Akkus. Keine Person, aber halt auch hier eine halbe Million Euro Sachschaden halt. USA, USA, Köln, 2018, Explosion eines Hoverboards. Ja, das sind diese modernen Teile für die Heranwachsenden, wo man halt aufgrund seiner Balance und auf so einem coolen Board halt fährt. Ja. Das ein Familienhaus ist inzwischen unbewohnbar, wo halt hier der Lithium-Ionen-Brand halt ja, durchgebrochen ist. Warum hätte man diesen Brand erkannt? Sofort hätte man hier was gegebenenfalls tun können. Aus einem kleinen Schadensfeuer oder Entstehungsfeuer wird natürlich ein großes Schadensfeuer und ein Großbrand. Gut, Japan. Die Liste sind nur Auszüge, um euch zu zeigen, ja, ganz klar, diese Teile können brennen. Was kann brennen? Die Batterie selbst. Das Fiese ist, wenn die Batterie oder generell bei jedem Brand, die wenigsten sterben halt hier daran, dass sie verbrennen. In der Regel sterben Leute halt an den starken oder an der starken Rauchgasentwicklung. Das ist nicht so wie im Fernsehen, dass man dort stundenlang oder minutenlang durch den verqualmten Bereich geht. In der Realität kann man halt hier zwei, dreimal auf Lunge einatmen und danach wird man ohnmächtig. Das ist auch hier bei den Lithium-Ionen-Akkus und die Toxizität des Rauchgases bestimmt halt immer das Produkt, was gerade brennt. Und bei Lithium-Ionen-Akkus auf jeden Fall stark toxisch, also stark giftig. Gut, die Batterie selbst kann brennen, die Verpackung kann brennen. Ja. Wenn ihr mal auf euer Telefon schaut, der Lithium-Ionen-Akku ist ja in irgendeinem Gehäuse drin, also in irgendeinem Gerät, das Akku oder mein Telefon selbst hier aus Kunststoff halt, ja. Hier nochmal der Hinweis, starker und giftiger Rauch, also doppelt gemoppelt ist umso schlechter natürlich. Also sehr, sehr giftig der Rauch und auch noch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Rauch sehr stark ja, dunkel ist und sehr viele Rußpartikel hat. Lithiumbrände können sich auch Stunden nach einem Löschen wieder selbst entzünden halt, ja. Das hat mal eine Universität, die Kass erforscht halt, dass die Lithium-Ionen-Akkus auch Stunden später, obwohl sie gelöscht worden sind, sich dann wieder rückentzündet haben. Unabhängig von dem Rauch, auch wenn wir diesen Rauch nicht einatmen sollten, der geht ja irgendwo hin. Wohin? Ja, in die Atmosphäre, genau. Haben also hier ein Umweltproblem durch den Brandrauch. Sollte gelöscht werden mit sehr viel Wasser, dann ist das Wasser aber kontaminiert mit diesen Toxinen, mit den PAKs, aber auch mit mit den Metallrückständen des Lithium-Ionen-Akkus. Und das Löschwasser ist damit kontaminiert und stellt damit ganz klar ein Problem auch für die Umwelt dar. Ja, wie läuft das eigentlich, wenn Beförderung von Lithium-Batterien steht halt hier? Wir haben halt hier, also wenn wir oder wenn du oder ich auch, wenn wir Lithium-Ionen-Akkus öffentlich befördern, also über die Straße, in den Schienen, auf See, auf Gewässern, dann sprechen wir halt hier von Gefahrgut. Das Gefahrgutrecht spiegelt sich im ADR wieder in der EU. Solltet ihr ja, das Gefahrgut bei euch im Betrieb annehmen, dann wird aus dem Gefahrgut Gefahrstoff halt, ja. Gut, Gefahrgüter sind Stoffe und Gegenstände, von denen im Zusammenhang mit der Beförderung eine Gefahr für Menschen und Umwelt ausgehen. Ganz klar halt. Ja. Beispiele: Diesel, Benzin, Spraydosen, Lithiumbatterien, Säuren, Feuerwerkskörper, brennbare Klebestoffe, Metallpulver, Airbag-Module und, und. Vielleicht hast du mal diese Plakats hier auf der Autobahn oder halt auf einem LKW oder auf einem Sprinter gesehen. Das heißt, das sind so diese ADR-Schilder hier. Die zeigen halt, dass halt hier ein Gefahrgut transportiert wird. Ganz wichtig ist aber auch für den Laien halt, Gefahrgutrecht ist Transportrecht und unterscheidet sich vom Gefahrstoffrecht, also die Chemikalien, die du halt im Betrieb hast. Das ist Gefahrstoffverordnung und Chemikaliengesetz. Und Gefahrgut ist halt ja GGVSEB in Deutsch und dann halt auf EU-Ebene halt das ADR. Ja, Gefahrstoffrecht, ja, es ist jetzt nicht Gefahrgut, sondern Gefahrstoff, ist halt Teil der Arbeitssicherheit.
Ziel ist es halt, der Schutz von Arbeitnehmern beim Umgang mit gefährlichen Stoffen. Da haben wir halt die Gefahrstoffverordnung und das GHS, Global Harming System, das ist die globale Verordnung, die CLP-Verordnung auf EU-Ebene. Wann gilt diese? Ganz klar, wenn wir halt Gefahrstoffe lagern. Wenn wir Gefahrstoffe in größeren Mengen haben, dann könnte es auch sein, dass es hier einen Gefahrstoffbeauftragten gibt. Das ist eine Erfindung gewesen von irgendeinem Seminaranbieter. Den gibt es nicht wirklich. Meiner Meinung nach kann es aber trotzdem Sinn machen, wenn halt hier kein Fach- oder sachkundiges Personal vor Ort ist, die eine chemietechnische Ausbildung haben oder Vergleichbares, dass dann halt hier jemand einen solchen Gefahrstoffbeauftragtenkurs macht halt. Beim Gefahrgut ist es ein bisschen anders. Hier gibt es den Gefahrgutbeauftragten, das ist ein IHK-Kurs und die IHK-Prüfung, der ist rechtlich gefordert. Gefahrgutbeauftragter rechtlich gefordert, Gefahrstoffbeauftragter nicht rechtlich gefordert, kann aber trotzdem sinnvoll sein halt. Wenn ihr Gefahrstoff bei euch im Betrieb habt, braucht ihr eine Gefährdungsbeurteilung und es ist halt auch ein Gefahrstoffkataster halt zu führen. Und das hier sind die Logos aus dem GHS, also Global Harming System, die dann verpflichtend darauf anzubringen sind. Ich erwähne es mal, die gibt es seit 2015, 2016. Solltet ihr noch die alten gelben, ach die alten orangen Logos haben, dann habt ihr hier 7 Jahre lang gepennt tatsächlich. Wie man sieht, Gefahrgut und Gefahrstoff, das ist zwar das eine auf der Straße und das innerbetrieblich, aber diese haben halt eine Schnittmenge. Das meiste, was Gefahrgut ist, ist auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit Gefahrstoff, aber nicht alle Gefahrstoffe müssen halt Gefahrgut sein. By the way. Ja, auch hier kann man schön sehen, 20 Tonnen Altbatterien. Polizeiliche Untersuchungen von Brandexperten der Mettmanner Kriminalpolizei, also alles hier bei mir in Nordrhein-Westfalen, ergaben, dass Feuer auf dem mit Akkus beladenen Auflieger mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit durch Selbstentzündung der dicht gepackten Lithium-Ionen-Batterien entstanden sind. Also auch hier war halt ein Auflieger, ein LKW-Auflieger. Hier waren die Lithium-Ionen-Packus halt drin und haben sich halt hier selbst entzündet halt. Das Foto ist von 2016. Bei mechanischer Beanspruchung solcher Akkus kann es zu einer thermischen Belastung, einem inneren Kurzschluss mit schlagartiger Energiefreisetzung kommen. Also thermische Beschädigung, auch das ist halt, also irgendwie, die haben halt eine Kraft von außen halt erlangt. Und die Kraft ist halt hier mit Druck, also Kraft pro Fläche sozusagen, dann definiert. Kann aber auch sein, dass sie halt heruntergefallen sind. Auch das ist halt möglich, dass sie sich halt bewegt haben, Pole haben sich bewegt oder irgendwie eine Reibung halt entstanden ist. Das fällt unter mechanische Beschädigung halt. Eine sehr starke Erhitzung bis zur Entflammung der Batterien kann die resultierende Folge sein. Nicht nur kann, wie man halt hier schön sieht, der Auflieger ist halt komplett abgebrannt und man kann auch hier sehen, was die Feuerwehr als Löschmittel verwendet hat. Hier wurde Schaum benutzt und auch Schaum ist halt ein wunderbares Löschmittel quasi. Das ist halt Wasser mit Tensiden, also Wasser löscht halt aufgrund der Kühlwirkung und der Schaum bildet sozusagen eine Schicht über der Brandglas. Wirkt noch zusätzlich erstickend. Hier haben wir aber auch das Problem halt in diesem Wasser-Schaum-Gemisch ist jetzt auch hier halt der Rauchbestandteil oder die Brandrückstände halt. Das macht schon ein Umweltproblem und in der Regel sind diese Schäume hier mit polyfluorierten Verbindungen halt nochmal als Seifenmittel sozusagen gestreckt worden und diese Fluorverbindungen sind auch persistent in der Umwelt und tragen auch hier zu einem Umweltproblem zusätzlich nochmal hinzu halt. Ja, was passiert eigentlich dort im Inneren? Also diese Abbildung könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen halt. Die habe ich aus einer Doktorarbeit rauskopiert, die 2014 halt veröffentlicht worden ist. Ich glaube auch hier, dass das halt ein bisschen zu viel wäre für heute. Aber ansonsten, die Abbildung ist sozusagen halt selbsterklärend, wenn man sich damit halt längere Zeit beschäftigt. Ich fasse es mal kurz. Wir haben eine Anode und eine Kathode. Und in der Regel, der Separator wird halt immer dünner bei den modernen Akkus. Warum? Wir Verbraucher mögen es halt, dass halt Akkus besonders lange halten.
Und ja, und dass sie trotzdem sehr, sehr klein sind. Das heißt, wir bauen immer kleinere Akkus, die immer leistungsstärker sind. Und dann können halt diese ganzen Schichten halt hier oder werden halt dünner. Und ein Durchbrechen ist halt hier möglich. Und dann, sobald Anode und Kathode halt irgendwie hier Kontakt haben könnten, weil der Separator gegebenenfalls beschädigt ist durch Thermik oder durch mechanische Beanspruchung, kommt es halt hier zu Elektronenfreisetzung am Ende des Tages. So klappt der Strom. Und dann haben wir halt hier ein Übermaß an Energie, was gerade halt ja, austritt oder austreten möchte. Und dann haben wir halt hier die Thermik oder auch den Brand sofort. Brandverhalten von Lithium-Ionen-Akkus. Explosionsartiges Abblasen oder Abbrennen der Zelle. Freisetzung mehrerer gefährlicher Stoffe. Sehr hohe Temperaturen, sehr starke Energiefreisetzung. Herumfliegende Einzelteile, also je nachdem, wo es halt gerade liegt oder halt gelagert ist, als alles, was halt drumherum liegt, wird halt mit ja, bewegt. Sehr starke toxische Rauchentwicklung und ganz klar Ausbreitung auf benachbarte Zellen. Also wenn ihr dort mehrere Akkus zusammenliegen habt, das ist dann halt so eine Kettenreaktion, wenn einer brennt, dann wird er auch alle anderen ja, naheliegenden Akkus halt auch hier dann mit in Mitleidenschaft ziehen. Die entstehenden Risiken. Unberechenbare Brandausbreitung. Erschwerte Brandbekämpfung. Was ist zu leisten? Eine sehr hohe Kühlleistung ist halt sofort erforderlich, ist gegebenenfalls halt nicht da. Eine Kühlleistung können wir ganz klar mit Wasser halt liefern. Und spannenderweise, umso kleiner die Wassertropfen sind, umso mehr Kühlleistung könnte halt hier durch diese zum Beispiel Hochdruck-Wasserlöschanlagen hier halt ja, dazu führen, dass halt hier eine sehr hohe Kühlleistung halt klappt. Beeinträchtigung der Rettungswege durch massive Rauchentwicklung. Das heißt, wenn diese Lithium-Ionen-Akkus super stark rauchen, und ich habe ja eben gesagt, die sind sehr, sehr toxisch, der Rauchgas, dann haben wir auch halt hier, dass wir unsere Rettungswege eventuell nicht mehr verwenden können. Und dann haben wir halt ein Problem, denn wir dürfen den Rauch nicht einatmen, können aber halt auch nicht weglaufen halt, ja. Das heißt also, sind hier besondere Maßnahmen erforderlich? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr halt für euren Betrieb halt einmal beobachten, analysieren, eine Gefährdungsbeurteilung aufstellen und euch überlegen halt mit wissenschaftlichen Methoden, also Eintrittswahrscheinlichkeit und Risiko halt, welche Maßnahmen hier Sinn ergeben oder welche Maßnahmen sogar nötig sind tatsächlich. Kleingeräte, die wir auch zu Hause haben, mögliche Brandgefahren, ganz klar, Brände von Powerbanks, Akkus, E-Bikes etc. pp., Hoverboard, wie eben in der Liste halt, ja. Unsere elektronischen Handwerkzeuge, wenn wir diese halt haben, vorhanden sein in der Schule, haben wir sowas auch in Schulen halt, klar, an der Person selbst halt, ja, an den Taschen, in den Jacken, da haben wir was. Ja, ganz klar. Unsere Handys, unsere Mobilfunktelefone, die heranwachsen und haben auch irgendwelche Spielekonsolen, die halt hier mit Akkus verbaut sind. Und wo hängen diese Jacken? Auch im Kindergarten, da habe ich es halt, sehe ich es halt immer wieder in den Schulen eher nicht. Die Jacken hängen halt hier in den notwendigen Fluren halt, ja. Dann ist hier die Frage, haben wir dort diese Lithium-Ionen-Akkus in unseren Jackentaschen und Co. und sind die im ersten Rettungsweg halt irgendwo gelagert worden dadurch? Offene Frage, müsst ihr für euch klären. Ja, was war nochmal die Gefährdung? Kurzweiliger Brand in der Regel lokal begrenzt, keine schnelle Brandausbreitung zu erwarten. Powerbanks in Jacken, die im Fluren aufgehangen werden, können aber hier ist halt die ungehinderte Brandausbreitung möglich. Warum? Eine Jacke hängt halt neben der anderen Jacke. Und dann haben wir halt hier, wenn die Powerbank in der Jacke halt durchzünden sollte, wird die Jacke brennen. Alle anderen Jacken und das Mobiliar wird dann halt auch hier gegebenenfalls mitbrennen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, im notwendigen Flur haben wir ja gar keine Möbel, ich meine, die Jacken hängen ja irgendwo dran, das ist halt dann auch noch eine Brandlast gegebenenfalls. Und der Fluchtweg ist halt hier stark verraucht und versperrt. Und ihr müsst auf den zweiten Fluchtweg gehen. Sollte der zweite Fluchtweg kein baulicher Fluchtweg sein, wird er halt durch die Feuerwehr sichergestellt. Und die Feuerwehr wird halt immer, ja, Stück für Stück Personen halt evakuieren können, aber nicht alle auf einmal. Ja, welche Maßnahmen könnte man denn einleiten?
keine baulichen erforderlich. Das heißt also, am Ende des Tages ist es so, ihr habt ein Gebäude fertig. Wenn ihr dort bauliche Maßnahmen in höherem Sinne oder im höheren Maße halt umsetzen wollt, wäre gegebenenfalls halt schon ein neuer Bauantrag möglich halt. Auch das wäre abzustimmen. Ich habe ja eben gesagt, der vorbeugende Brandschutz ist halt baulicher Brandschutz, anlagentechnischer Brandschutz und organisatorischer Brandschutz. Also bauliche vorbeugende Maßnahmen sind zu prüfen. Organisatorische Maßnahmen nicht zielführend, ja, auch das weiß ich halt nicht, das ist halt wieder vor Ort abzustimmen. Sind organisatorische Maßnahmen halt möglich? Ja, ganz klar. Man könnte halt sagen, wir sammeln diese Lithium-Ionen-Akkus halt irgendwie lokal an einen Bereich, der nicht halt mein erster oder zweiter Rettungsweg ist. Oder wir verbieten halt die Mitnahme etc. pp. Also man kann organisatorisch schon sehr, sehr viel halt machen. Hier möchte ich aber halt darauf hin, an das Argument zur Überwachung von Schulen mit Brandmeldeanlagen als Beispiel halt die Schule jetzt, ja, weil die Heranwachsenden oder Kinder haben halt alle Lithium-Ionen-Akkus mit. Und ja, ich stelle mir halt immer vor, dass diese halt diese Geräte viel häufiger fallen lassen, durch die Gegend werfen, etc. pp. halt. Deswegen Brandmeldeanlagen. Was sind Brandmeldeanlagen? Das ist halt eine Gebäudetechnik, wo dann halt ein Brand erkannt werden kann. Hier kann auch neben der Erkennung kann auch die Feuerwehr gerufen werden und der Brand könnte auch versuchen, man könnte auch versuchen halt oder die Anlagentechnik würde dann eine Branderkennung auch versuchen zu löschen durch verschiedene Löschverfahren halt. Brände sind lokal und können einfach gelöscht werden in der Regel halt, ja. Brandbekämpfung von Kleingeräten. Ja, was ist hier das Beste? Jetzt sagen wir halt, wir sind zu Hause, mein Telefon fängt an zu brennen. Was wäre hier meine Empfehlung? Ganz klar, ja, Badewanne füllen, Spülbecken füllen, das brennende Telefon dort reinwerfen und hier mit und das brennende Lithium-Ionen-Akku in Wasser untertunken. Und zwar nicht so lange, bis es halt wieder ausgeht, sondern auf jeden Fall Feuerwehr holen. Lithium-Ionen-Akku in Wasser tränken und Feuerwehr reinlassen. Auch wenn der Brand ausgehen sollte, wie anfangs mal erwähnt, die Rückentzündungsquote ist sehr hoch, ist gegeben. Und hier nochmals die Erinnerung, egal ob innerbetrieblich, also sprich beruflich oder privat, bei jedem Brand ist bitte die 112 und die Feuerwehr zu informieren. Und dann helfen die auch weiter. Die nehmen dann den Akku gegebenenfalls mit, hoffe ich mal, oder gehe ich stark von aus. Ihr dürft ihn aber nicht aus dem Wasserbad entfernen halt. Was haben wir noch? Speichersysteme, Batterieanlagen, also sprich keine kleinen Geräte mehr. Verwendung immer häufiger auch in Schulen in Verbindung mit einer PV-Anlage. Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Photovoltaik-Anlage, also sprich Solarzellen, die auf dem Dach sind, hier halt durch Sonnenenergie halt Energie erzeugen und diese Energie muss ja gespeichert werden. Die wird ja nicht eins zu eins abgerufen. Wo wird gespeichert? Auch hier halt. Kann es sein, muss nicht sein, mit einem Lithium-Ionen-Akkusystem. Die Sicherheitsstromversorgung, was ist das, wenn es mal anfängt zu brennen, dass halt die Fluchtwegbeschilderung halt nachleuchtet und auch gewisse Lampen halt nachleuchten, dass halt immer eine Mindestluxanzahl sichergestellt ist. Die haben einen eigenen Stromkreislauf, eine Sicherheitsbeleuchtung und das notwendige Licht zum Fliehen sind halt an einem separaten Stromkreis und das ist die Sicherheitsstrombeleuchtung. Und dieser Strom, der muss halt auch irgendwo gelagert werden, gegebenenfalls auch hier. Ich weiß es wirklich nicht. Könnte aber gut sein, dass es halt hier ein Lithium-Ionen-Akku auch ist. Speichersysteme werden im Inneren des Gebäudes aufgestellt. Keine Anforderungen an den Aufstellort. Okay, das ist mal eine Aussage. Wenn du eventuell ein Einfamilienhaus baust oder auch etwas größer baust, komischerweise ist halt hier, wo deine Heizung ist, die Gasheizung, die Ölheizung etc. pp., das ist halt ein separater Raum, der feuerfest gebaut werden muss. Dafür gibt es eine eigene Sonderbauverordnung für diese Feuerungsstätten sozusagen halt. Wer aber einen Lithium-Ionen-Speicher irgendwo aufstellt, das kennt das Baurecht halt nicht und sagt halt, okay, Lithium-Ionen-Akku sind im Baurecht noch nicht bekannt. Deswegen gibt es da auch keine baulichen Anforderungen halt, ja. Meiner Meinung nach ein Mangel, der vernünftige Arbeitsschützer oder der vernünftige Brandschützer wird sich halt hier gemäß TOP, also technisch, organisatorisch, persönlich oder halt hier aus dem vorbeugenden Brandschutz, baulich, anlagentechnisch, organisatorisch irgendwas einfallen lassen müssen, meiner Meinung nach.
Gut, dann direkte Anbindung zu den Rettungswegen ist möglich. Also auch hier, wo wird halt aufgestellt, wird so aufgestellt, dass auch meine beiden Fluchtwege gegebenenfalls hier halt davon gefährdet werden können. Weiß ich nicht. Ist aber gut möglich und sollte natürlich nicht so aufgestellt werden. Gut, Anforderungen, Versorgung, sicherheitstechnische Anlagen, Standort, Bauteile, Rauchableitung, Brandbekämpfung, sonstige. Ja, Anwendung des Paragraphens bezüglich Wände, Räume mit erhöhter Brandgefahr, gegebenenfalls feuerwiderständige Abtrennung halt. Auch hier halt, gegebenenfalls sagt man halt hier, also es ist wirklich dem Errichter, dem Brandschutzkonzeptentwickler halt überlassen, ob er halt hier diese Batteriespeicher halt besonders schützt. Ja, meiner Meinung nach sinnvoll. Sollte man aber halt hier ja, sonstige Anforderungen als Standort, Batterieraum nach ELTE-Bauverordnung, der Feuerwiderstand ist halt hier der Funktionserhalt, der Rauchableitung ist halt keine nötig, Brandbekämpfung nicht besonders formuliert. Auch dass jeweils keine Rauchableitung halt formuliert ist, ist kritisch, denn ich habe ja gesagt, sehr starker Rauch, sehr toxisch. Okay, aber halt hier bei sonstigen ist halt Batterieraum, wenn es ein echter Batterieraum ist, jetzt nicht so ein paar Batterien, die man überall aufstellen darf. Batterieraum muss eine B- und Entlüftung haben, also sprich, hier hole ich halt Thermik minimal, aber auch den starken Rauch halt hier raus und Verbindung ins Freie halt, ja. Okay, das ist aber sehr speziell, dass ihr es mal gehört und gesehen. Ja, die Gefährdung, Brandbekämpfung durch Selbsthilfekräfte nicht möglich. Also sprich, hier geht es halt um den Brandschutzhelfer. Mit dem normalen Feuerlöscher wird der Lithium-Ionen-Akku eventuell gelöscht werden. Aber auch wenn er es schaffen sollte, ist die Rückentzündungsquote halt sehr hoch. Massive Rauchentwicklung und es geht halt immer nach dem getreuen Motto, der Ersthelfer oder auch der Brandschutzhelfer darf immer nur helfen unter Voraussetzung des Eigenschutzes. Also wenn halt ein Lithium-Ionen-Akku super stark ausraucht, dann hat halt hier der Brandschutzhelfer hoffentlich die Anweisung, dass er halt hier flieht und evakuiert und sich nicht diesen Rauchgasen halt aussetzt. Also hier massive Rauchentwicklung, der Rettungsweg schneller und stärker beeinträchtiger, also stärker beeinträchtigt als bei herkömmlichen Bränden halt. Haben wir bereits geklärt. Ja, welche Maßnahmen gibt es halt oder welche Maßnahmen könnte man machen? Das ist nur eine Empfehlung halt, ja. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Also auch hier bei kleineren Batterielagern, eigener Raum, feuerbeständig, Türen feuerbeständig und rauchdicht und eine Rauchableitung könnte rein oder sollte rein. Die kann man maschinell oder halt natürlich halt sicherstellen. Ansonsten Brandbekämpfung, keine zusätzlichen Anforderungen plus Überwachung durch Brandmeldeanlage. Ist meine persönliche Empfehlung, muss nicht sein. Ich habe auch nachher am Ende des Folien, oder ich mache es mal jetzt, bei einem Kunden von uns haben wir auch, also ein großer Handwerksbetrieb, Montage, die arbeiten halt immer in der chemischen Anlage. Wenn die dann wieder zurückkehren zum Container, nehmen die alle ihre Akkus aus den Maschinen raus und lagern diese Akkus in einer feuerfesten Kiste. Und diese feuerfeste Kiste, wo diese Lithium-Ionen-Akkus drin lagern über Nacht, die haben wir komplett mit Pyrobubbles umschlossen. Was Pyrobubbles sind, kommen wir nachher noch zu. Am Ende des Foliensatzes zeige ich euch einmal, was Pyrobubbles sind. Ja, was kann man machen aus dem vorbeugenden Brandschutz? Grundsätzlich unterscheidet sich die Brandbekämpfung bei Fahrzeugbränden mit Beteiligung. Also hier wechseln wir jetzt einmal halt nicht das Handy, nicht der Akkuschrauber brennt, sondern hier brennt halt gerade ein Fahrzeug. Ja, unterscheidet sich trotzdem nicht wesentlich. Es sind trotzdem Lithium-Ionen-Akkus. Das bleibt dabei, egal ob jetzt in sehr, sehr groß, wie beim Auto, oder in sehr, sehr klein, bei den Handmaschinen, Akkus, Hoverboards etc. pp. Halt. Hier ist aber interessant oder spannend auch, das bestätigen halt auch der Dachverband der Feuerwehren, Brände von Diesel- oder von Benzinfahrzeugen werden ähnlich gelöscht, wie halt auch hier die Lithiumbrände halt. Also man geht davon aus, laut Stand der Technik, dass Lithium-Ionen-Akkus in Fahrzeugen nicht wesentlich gefährlicher sind
halt als der normale Dieselbrand. Die ganzen Positionspapiere stelle ich euch auch hier und in Text halt zum Download oder halt zum Nachlesen. Und ich habe mal alle Positionspapiere von DGUV, von deutschen Sachversicherern, von der Feuerwehr mal zusammengefasst und kritisch durchleuchtet. Alles schön und gut. Die Feuerwehren wollten uns mitteilen, ja, sie können auch Lithiumbrände löschen. Am Ende des Tages ist es aber so, wenn du Gebäudebesitzer sein solltest, dann hast du halt einfach hier ja, einen hohen Schaden durch PAKs an den Wänden, sehr viel Löschwasser in deiner Tiefgarage eventuell, ja. Die ganzen Feinheiten sind nochmal im Artikel nachzulesen. Artikel verlinke ich hier natürlich. Besonderheiten bei Brennen von Lithium-Ionen-Akkus in Elektrofahrzeugen halt. Ja, hier nochmal ein kleines Sternchen durch Brand. Wirtschaftlicher Totalschaden. Also auch hier ist aber auch bei einem Diesel oder bei einem Benziner so, sollten die einmal brennen, ist der Wagen ein wirtschaftlicher Totalschaden, ganz klar. Das Problem ist aber hier bei den Brennen von Lithium-Ionen-Akkus in Elektrofahrzeugen, Akkus im Gehäuse. Ja, also ganz tief verbaut, Motorhaube und Co., alles davor. Löschwasser kommt nicht dran. Die Autoumkleidung stört auch noch zusätzlich halt. Ja, also man kann hier nicht sofort für Kühlung schaffen, für Kühlung sorgen, außer man reagiert halt sehr ruhig und besonnen und sagt, okay, ich weiß, wo mein Akku ist. Sollte der genau dort sein, wo auch der Motor sitzen sollte, kann man halt hier die Autohaube aufmachen, um dann der Feuerwehr zu helfen, halt hier gut löschen zu können. Wie wird gelöscht? Externe Kühlung aufgrund von Isolierung klappt halt auch nicht. Ich habe ja gesagt, viel Wasser hilft halt viel bei Lithium-Ionen-Akkus. Diese Akkus sind aber sehr gut ummantelt, sehr gut isoliert, zünden halt durch und das Löschwasser kommt dann auch trotzdem hier nicht dran. Also wie man sieht, es ist und bleibt tatsächlich schwierig. Versuche haben gezeigt, dass Wasser als Löschmittel geeignet und empfehlenswert ist. Löschmittelzusätze sind nicht erforderlich. Wir haben ja eben gesehen bei dem LKW-Auflieger, dort hat die Feuerwehr mit Schaumlöschmitteln gelöscht, also hier Wasser mit Tensiden, die gegebenenfalls eine Flurverbindung halt haben, was ein zusätzliches Umweltproblem sein könnte. Man muss sich ja öffentlich halt immer vorsichtig ausdrücken. Das ist also gar nicht nötig, dass man halt hier mit B-Löschmitteln halt arbeitet, also mit Schäumen, sondern es reicht halt Wasser tatsächlich. Viel hilft viel, vor allem nach mechanischen Beschädigungen, wenn das Gehäuse wasserdurchlässig ist. Also sprich, ja, am Ende des Tages müssen wir warten, dass der Brand stärker und heftiger wird, damit das äußere Gehäuse verletzt wird, damit halt hier auch Wasser durchdringen kann. Dann haben wir aber halt immer noch das Problem, dass halt hier die starke Rauchentwicklung halt und die starken Toxine halt immer wieder frei werden. Übrigens, nicht jedes Auto muss einen Lithium-Ionen-Akku enthalten. Es gibt auch noch andere Akkusorten, das muss auch mal, glaube ich, erwähnt werden. Es gibt noch Nickel-Metallhydride, die sind oft weniger reaktiv als Lithium-Ionen-Akkus. Also auch das gibt auch noch alte Blei-Akkus in irgendwelchen elektrischen Geräten. Was für Autos gilt, gilt natürlich auch für eure Telefone, für eure Handwerksmaschinen, akkubetriebenen Sachen zu Hause etc. pp. Ihr müsst mal hier schauen in der Gebrauchsanleitung, was habe ich denn da überhaupt für ein Speichermedium. Es muss echt nicht immer Lithium-Ionen-Akku sein. Gibt auch noch andere Speicherarten natürlich. Wie brennt ein Lithium-Ionen-Akku überhaupt? Ja, ganz klar, mechanische Beschädigung. Externe thermische Ereignisse, also mechanische Beschädigung, fallen lassen, mit dem Hammer draufgehauen, geworfen etc. pp. Oder dem Akku wird zu heiß, weil irgendwelche anderen Hitzequellen vorhanden sind. Oder eine der 13 Zündquellen, die oder Zündarten oder Zündquellen, die wir halt haben, haben halt hier Kontakt zu diesem Lithium-Ionen-Akku halt. Rauch aus Elektrolyt und Graphit. Ja, Elektrolyt ist also das, sozusagen das Medium, in dem Anode, Kathode halt sitzen. Und die Stichflamme halt bei den überhitzten Gasen. Also am Ende des Tages, und Gase brennen halt immer, Feststoffe eher schwieriger, die können maximal glühen. Und ja, die überhitzten Gase, die halt hier dann freigesetzt werden, werden dann auch zur Stichflamme werden. Erkennen von Hybrid- und oder Elektrofahrzeugen. Elektrofahrzeuge haben ein E-Kennzeichen, das freut mich, das freut dich. Das freut auch die Feuerwehr, denke ich mal. Aber bei Hybridfahrzeugen, man erkennt das von außen nicht. Also ich nicht, du nicht, auch nicht die Feuerwehr. Finde ich problematisch in den ersten paar Sekunden, glaube ich, damit die Feuerwehr halt einfach wüsste, wie gehe ich denn halt vor. Denn die würden ja anders löschen,
gehe ich mal stark von aus, wenn sie halt wüssten, ob ich jetzt einen Diesel oder einen Benziner habe oder ob es halt hier ein Lithium-Ionen-Akku oder ein anderes Speichermedium ist. Brandbekämpfung von Fahrzeugbränden. Flamme, Hitze und frei werdende Atemgifte erschweren das alles. Der Wagen kann wegrollen oder kann wegfahren. Die Wärmestrahlung gibt auch, ist halt hier enorm. Mit Wärmestrahlung ist halt gemeint, sollte dein Elektroauto bei dir in der Garage halt abbrennen, dann gibt halt hier dieser Wagen oder dieser Brand gibt ja Wärmestrahlung halt ab. Das kennst du von der Infrarotlampe vielleicht. Und sehr viel Wärmestrahlung kann auch andere Oberflächen halt zum Entzünden bringen. Herumfliegende Teile, wenn halt hier irgendwas durchzündet oder hier Gase frei werden, das ist ja auch hier eine kleine Druckwelle. Teile können herumfliegen. Elektrogefährdung und Wasser, das ist mal die nächste Frage, die ich halt hier in den Raum stelle. Wasser und Strom ist ja nie eine gute Kombination. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber ich habe ja eben gesagt, ein Elektro- oder diesen Lithium-Ionen-Brand löschen wir mit viel, viel Wasser. Kann es dann sein, dass dann dieses Wasser auch noch Spannung führt? Das müsste man halt wirklich mal erforschen. Und in der Regel, ja, die Feuerwehr selbst hat halt hier aufgrund ihrer Feuerwehrvorschriften, aber auch innerbetrieblich die Elektrofachkraft oder die EOP, wenn die einen Brand löschen, man darf halt keinen Kontakt zum Löschwasser halt haben. Man muss halt hier aus einem gewissen Abstand, aus einem Sicherheitsabstand zur spannungsführenden Quelle halt einen Sicherheitsabstand einhalten und dann diesen Brand aus der Ferne halt löschen. Ja, auch das ist halt mit Fragezeichen, kann aber natürlich sein, ganz klar, wenn dort Wasser drauf geht, dass hier immer noch negative Elektronen halt sich bewegen und das ist ja am Ende des Tages auch der Strom dann, der dann durchs Wasser natürlich sehr gut geleitet wird. Empfehlung, ist aber echt nur eine Empfehlung, es gibt kostenlos beim Hersteller eures Autos also solche Rettungskarten. Diese Rettungskarte könnt ihr dann anbringen unter der Sicht, unter dieser Sonnen, ja, wie heißen die? Sonnenabdeckung. Und wenn es mal zu einem Brand kommt, aber auch zu einem Unfall und du wirst aus diesem Wagen gerettet werden, dann kann halt die Feuerwehr darauf zugreifen. Und dann kann man halt hier sehen, halt, wo ist was verbaut, wo kann man schneiden, wo ist der Akku, wo ist der Motor, etc. pp. Halt, ja. Brennt das Fahrzeug oder doch der Akku? Fragezeichen halt, auch das ist halt immer wieder zu unterscheiden, ja. Muss ja nicht immer sofort der Akku brennen, kann auch mal sein, dass er was anderes im Auto brennt oder schmort, ja. Auch das ist zu betrachten halt. Also Worst Case immer okay, aber können halt noch andere Sachen betrachten, können auch noch andere Sachen brennen. Man muss es halt vernünftig betrachten, was kann denn alles brennen? Wo haben wir denn hier Hitzequellen? Die Brandbekämpfung von Fahrzeugen. Hier ist die Empfehlung halt, nicht selber löschen, 112 holen oder rufen halt und die DGUV-Vorschrift 49 beachten. Das ist halt hier der Paragraph 26 Gefährdung durch elektrischen Strom beachten. Ganz klar. Hier ist halt eine Hochvolt, sagt halt dieses Logo halt hier. Also eine hohe Spannung ist halt hier angesetzt. Wer hier selbst mit Wasser löscht, könnte sich gefährden. Ich habe eben gesagt, der Eigenschutz ist das Wichtigste für den Ersthelfer, für den Brandschutzhelfer. Deswegen ist halt hier der Rat, nicht selbst zu löschen. Feuerwehr alarmieren, Kollegen alarmieren, wenn der Brand noch sehr, sehr klein, nicht toxisch, nicht stark rauchend ist, gegebenenfalls Brandlasten halt ja, davon schaffen, den Wagen halt blockieren. Aber ansonsten halt wirklich halt 112. Türe zu, Fenster zu, Kollegen alarmieren und am Sammelpunkt treffen, der Feuerwehr dann erklären, wo der Brand halt ist, damit die Feuerwehr halt hier ihre Arbeit machen kann. Diese DGUV-Information hier lege ich dir auch in den Download-Bereich. Da kann man das nochmal alles ausführlich und sehr, sehr lang lesen. Ich meine, der Foliensatz, ich dachte mal, da geht 15 Minuten. Jetzt bin ich schon bei 45 Minuten. Ich möchte eigentlich auch, es sollte eigentlich nur ganz, ganz kurz werden tatsächlich. Was wartet noch im Download-Bereich auf dich? Neben dieser DGUV-Information gibt es halt hier noch von der BVFA Sicherheitshinweise zum Löschen von Lithium-Ionen-Bränden. Dann hat mal der TÜV Rheinland mit der DGUV und mit zwei Autoherstellern Informationen zum Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien im Service rausgegeben. Das habe ich hier auch dazugelegt. Der VDS, der bekannt sein sollte, deutscher Sachversicherer, Lithium-Ionen oder Lithium-Batterien halt Hinweise
Hinweise für die Brandbekämpfung von Lithium-Ionen-Akkus bei Fahrzeugen und noch ein VDS-Merkblatt, also das hier ist halt speziell auf Fahrzeuge, und noch ein VDS-Merkblatt Sprinklerschutz bei Lithium-Batterien ist halt hier, wenn ihr halt innerbetrieblich sagt, wir lagern hier Akkus oder Lithium, kann man sprinklern? Ja, wie man zu sprinklern hat, wird halt hier in dieser VDS erklärt. Beförderung von Lithium-Ionen-Akkus in Fahrzeugen. Das ADR ist recht komplex, würde ich mal behaupten. Wenn ihr mit eurem E-Bike, wo dann Lithium-Ionen-Akku halt in die Deutsche Bahn steigt, das dürft ihr. Solltet ihr komischerweise das Elektrofahrrad zu Hause stehen lassen und nur den Akku in die Bahn nehmen, dann wäre es halt nicht in Ordnung, dann befördert ihr nämlich gerade Gefahrgut halt, ja. Also auch hier gibt es halt eine UN-Nummer, Fahrzeuge mit Antrieb durch Lithium-Ionen-Batterien, die kam auch neu hinzu. Generell, das ADR ändert sich leider alle 2 Jahre. Warum leider? Weil es halt immer wieder die Gefahrgutbeauftragten dann dazu zwingt, sich alle 2 Jahre wieder mit den ganzen Regeln zu beschäftigen, wobei die Regeln nicht das Problem sind. Die Ausnahmen sind halt eher das Problem halt, ja. Also, ich will jetzt auch nicht so tief in die Materie gehen. Eine SV 666 ist halt hier die Ausnahme von der Regel. Und im ADR ist es halt so, keine Ausnahme, keine Regel ohne Ausnahme tatsächlich halt, ja. Gut, als Überblick. Unfallfahrzeuge im Straßenverkehr, Gefahrgut rechtlich. Auch das ist halt eine Frage. Die Vorschrift 22917 gelten nicht für Batterien in beschädigten oder in defekten Fahrzeugen, Motoren, Maschinen oder Gegenständen. Beförderung als Ladung ist möglich halt. Wenn die Beschädigung der Batterien nicht maßgeblich für die Sicherheit ist, darf die Beförderung durchgeführt werden. Zweite Bedingung. Wenn die Beschädigung der Batterien maßgeblich für die Sicherheit ist, muss diese ausgebaut und gemäß der Sondervorschrift 376 befördert werden. Also hier ist halt die Frage nach dem Unfall, wie wird dieser Lithium-Ionen-Akku halt transportiert. Drittens, wenn 2 zutrifft, der Ausbau aber nicht möglich ist, aus Gründen der Sicherheit, darf hier unter 1 beschrieben abgeschleppt oder befördert werden. Also ein beschädigter, defekter, mechanisch oder thermisch belasteter Lithium-Ionen-Akku ist also auch hier nach einem Unfall auf jeden Fall Gefahrgut. Quelle Feuerwehr Landbeck kann man halt nochmal schön sehen und Deutscher Feuerwehrverband, die Fotos und deren Publikation liefere ich auch mit. Wie soll die Feuerwehr hier vorgehen? Kurzes Video. Ich hoffe, das hört man auch gleich, denn ich höre es gerade nicht bei der Aufnahme. Sehr schön, ein Dankeschön an die Berufsfeuerwehr München für dieses Video. Ja, Löschschaum gibt es auch als Möglichkeit für Lithium-Ionen-Brände. Das Problem ist, wenn mit Schaum gelöscht wird, muss halt eine Wanne vorhanden sein. Ansonsten wird halt der Löschschaum links und rechts halt auslaufen oder auch weglaufen.
Das Video, das Copyright der Videos ist halt immer bei den Erstellern natürlich, muss auch nochmal erwähnt werden, habe ich nicht selbst gedreht. Das Video habe ich auch von YouTube. Das Copyright ist natürlich beim eigenen Hersteller. Ich bin aber ein Fan von den Pyro-Bubbles. Ist keine Werbung, ist tatsächlich meine Meinung. Das sind hohlgeblasene Sandkörner. Was passiert, wenn Sand halt schmilzt? Aus Sand wird halt Glas. Also sprich, hier legt sich halt eine flüssige Schicht über über das Brandgut und wird halt auch hier halt Thermik, Rauchgas halt zurückhalten. Und wenn Sauerstoff fehlt, dann ist halt hier auch der Brand erschwert. Pyro-Bubbles kann man mal googeln. So haben wir es auch ähnlich bei einem Kunden von mir gelöst halt, weil sie halt ziemlich viele Lithium-Ionen-Akkus in ihren Handwerksmaschinen haben. Was haben wir sonst noch? Ja, das war's mit den Fremdvideos. Viel Wasser hilft viel. Viel Wasser bleibt die beste Lösung halt. Ja, auch hier Sternchen kommt halt aus einer Untersuchung. Die Untersuchungspapiere kann man auch googeln halt. Die Garagenordnung müsste angepasst werden. Was ist das jetzt schon wieder? Am Ende des Tages, wenn ihr eine Garage habt, dann müsst ihr mal schauen, die wurde gemäß eurer Garagenverordnung auf Landesebene gebaut. Da steht auch drin, dass die Garage eine Nutzungseinheit hat, um dort halt einen Wagen zu parken. Also ich sag's mal so, wenn ich eure Garage aufmache und da passt kein Wagen mehr rein, weil das eher ein Sperrmülllager ist, das ist gegen das Bauordnungsrecht und verboten halt, ja. Da wir aber die Energiewende auch schaffen wollen und machen wollen auch, sollte halt meiner Meinung nach halt hier die Garagenverordnung angepasst werden im Baurecht auf Landesebene, damit auch hier halt, wenn dort mal ein Lithium-Ionen-Akku halt brennen sollte, dass das Gebäude halt sicher ist, nicht auf andere Gebäude oder Garagen halt ausschlagen kann. Und hier, das meine persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen, sollte halt hier ein Löschwasserrückhaltesystem halt eingebaut werden. Klar, das ist mit Kosten verbunden. Die Löschwasserrückhaltung an sich, dafür gab es auch mal eine Richtlinie aus dem Bauordnungsrecht, die wurde zurückgezogen. Heißt aber nicht, dass sie nicht mehr existiert. Die finden wir im Wasserhaushaltsgesetz und in der AWSV wieder. Also die AWSV ist die Verordnung über wassergefährdende Stoffe und das Lithium ist ja ein wassergefährdender Stoff und die Brandrauchgase. Deswegen hier der Appell, meine persönliche Meinung, Garagenverordnung sollte angepasst werden und hier sollte eine Löschwasserrückhaltung mit eingebaut werden. Das Löschwasser ist, wie eben erwähnt, mit Schwermetallen kontaminiert und das Löschwasser wird durch den Lithium-Ionen-Akku halt auch sehr, sehr basisch oder auch alkalisch, also sprich pH-Wert größer als 8. Und ist halt auch ein Umweltschaden durch die Löschwasser oder durch das Löschwasser halt. E-Autos ist ein Parkverbot in Parkhäusern rechtens. Das war mal die Frage hier. Das ist vom 25.02.21. In einigen Parkhäusern der Stadt Klumbach und Leonberg ist die Einfahrt von Elektroautos verboten. Das gilt auch für Hybridfahrzeuge, wobei man Hybride ja von außen nicht wirklich gut erkennt. Dafür werden brandschutztechnische Gründe aufgeführt. Dürfen die Kommunen bestimmte Fahrzeuge ausschließen halt, ja?
Die Städte Klumbach und Leon haben Parkverbote von Hybrid- und Elektrofahrzeugen in ihren Parkhäusern angeordnet. Sie begründen das mit dem Brandschutz in Tiefgaragen. Da E-Autos schwerer zu löschen seien, besteht bei der Konstruktion aus Stahlbeton weniger der enormen Hitzeentwicklung Einsturzgefahr. Also sprich, am Ende des Tages, Stahl wird halt bei knapp 500 Grad verliert es halt die Hälfte seiner Tragfähigkeit. Ja? So argumentiert hier die Stadt Klumbach zumindest. Auch wird immer wieder auf die vermeintlich höhere Brandgefahr hingewiesen, die von E-Autos ausgehen soll. Ist ein Parkverbot von E-Autos rechtens Fragezeichen. Ob diese Verbote rechtmäßig sind, müssen unter Umständen die Gerichte klären. Ja, auch das ist halt noch offen. Dazu müsste ein Betroffener halt auch klagen halt. Der Automobilverband VDA meint dazu auf Anfrage, wenn eine Garage den baurechtskonformen Vorgaben entspricht, sei das Aufladen und Abstellen von E-Autos im Einklang mit dem Bauordnungsrecht. Das Sperren einer Garage für alternativen angetriebene PKWs sei aus brandschutztechnischen Gründen unbegründet. Meine persönliche Meinung ist das auch. Also klar. Ein PKW, der mit Diesel oder mit Benzin gefüllt ist, kann auch mal brennen. Auch dieser Brand ist recht anspruchsvoll. Ein E-Auto kann auch mal brennen. Ist die Frage, ob die wirklich häufiger brennen? Ja, und wenn ja, dann ist das eher ein Entwicklungsproblem, was umso besser die Technik wird, umso weniger werden diese auch brennen halt, ja, oder umso sicher werden die halt auch werden. Also meine persönliche Meinung ist, es gibt dort, ja, kann sein, dass es hier einfach ein anderes Brandverhalten ist. Die Feuerwehr wird aber diesen Brand löschen können. Ganz klar ist halt hier aber auch, dass halt die Rußschäden, die Brandschäden eventuell höher sein könnten als bei einem normalen PKW-Brand. Den Schaden hat der Parkhausbetreiber oder du als Garagenbesitzer aber so oder so. Und ob du jetzt hier 20.000 oder 25.000 Euro Sanierungsschaden hast, sind dann auch Kindgalerien halt. Wie kann man sich vorbereiten? Alarmplan als Kurzanweisung für das Verhalten im Notfall, für Leckagen, Feuer, Unfall sind halt zu beachten. Hier nochmal der Hinweis: innerbetrieblich Brandschutzordnung A, B und C sind up to date zu halten, sind zu unterweisen, sind bekannt zu machen und danach ist zu arbeiten. Die Unfallübung oder die Evakuierungsübung bitte in regelmäßigen Abständen halt auch durchführen, mindestens jährlich halt. Ja. Notfallinformationen mit der zuständigen Brand- und Katastrophenschutzbehörde halt abstimmen. Immer wenn ich den Geschäftsinhabern vorschlage, schaltet doch mal eure Feuerwehr ein, die Berufs- oder die Freiwillige für eine Brandbegehung schaue, dann schlottern halt immer hier die Knie, weil die Personen halt Angst haben vor Betriebsschließung. Wenn der Mangel wirklich so groß sein sollte, dann sollte man dort aber auch nicht mehr arbeiten halt, ja. Und auch für den Schadensfall sollte die verantwortliche Fachkraft immer halt erreichen sein. Sofortmaßnahmen bei Unfällen, Rettungs- und Einsatzkräfte halt verständigen. Hier kann man halt auch schön sehen, bei starken Rauchgasen hilft eigentlich halt hier nur die roten Masken. Es sind halt immer diese Überdruckmasken halt, also der schwere Atemschutz. Auch der setzt aber wieder voraus G26 Übungen, Theorie, Praxis, Arbeitsmedizin, also nichts für den normalen Anwender halt. Es ist unbedingt zu vermeiden, dass Dunst, Rauch, Staub oder Dämpfe eingeatmet werden, egal von welchem Verbrennungsprodukt, insbesondere natürlich alles was Kunststoffe oder Metallbrände sind. Wobei Metalle brennen nicht wirklich, die glühen eher. Beim Lithium-Ionen-Akku ist es ja, sind ja mehrere Komponenten, die dort den Brand halt machen. Sofern keine Gefahr für einen selbst besteht, kann man einen Feuerlöschversuch starten. Das ist ja halt der Versuch, immer einen Entstehungsbrand zu löschen. Trotzdem ist vorher die Feuerwehren zu informieren, wenn der Löschversuch nicht klappt, dass dann die Feuerwehr schon mal auf dem halben Wege ist halt. Auslaufende Stoffe in eintretenden Gewässer oder in die Kanalisation verhindern. Also auch hier halt, dass halt Löschwasser und Co. halt ja nicht in die Umwelt gelangen. Und Lagerbereiche aufräumen, für Ordnung sorgen. Sauberkeit und Ordnung ist generell ein Thema. Und halt, dass hier nichts in der Nähe von Flucht- und Rettungswegen oder auch neben Sanitäreinrichtungen oder Pausenräumen dementsprechend sowas gelagert wird. Wenn noch Fragen sein sollten, ich bin nicht erreichbar, ich antworte nicht auf E-Mails, wobei ich antworte auf E-Mails, man kann mich auch anrufen. Fragt bitte doch eure eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit.
fragt euren Brandschutzbeauftragten, fragt euren Gefahrgutbeauftragten, fragt euren Abfallbeauftragten. Die sind auch fit in diesem Thema. Lithium, ja, okay, ist jetzt was Neues. So neu ist das Thema aber gar nicht halt. Und was auch immer gut ist, wenn ihr einen Feuerversicherer habt, fragt auch bitte euren Feuerversicherer. Denn die Feuerversicherung, die versichern halt immer nur gegen echte Feuer. Ja, und das ist ganz klar definiert, wie es halt läuft. Deswegen ist der Feuerversicherer auch mal eine gute Ansprechquelle. Dort sitzen auch super gute, ausgebildete, fähige Leute, um Risiken halt zu analysieren halt, ja. Gut, die Folie ist, glaube ich. Ah, nee, die Folie halt hier auch. Ja, wie verpacke ich eigentlich richtig, wenn ich halt sowas wenn ich sowas versenden möchte? Konsequenz: Lithiumbatterien unterliegen dem Gefahrgutrecht, Grundlagen für eine sichere Beförderung halt. Versand nur von geprüften Batterien halt. Ja, also es gibt halt für ein paar Euro mehr, kann man mal gucken, ob halt hier diese Batterien geprüft worden sind halt. Ja, Ausnahmen sind halt Prototypen, defekte Batterien oder Batterien ohne Schutzabdeckung. Die kann man einfach so nicht mal jedem verschicken halt, ja. Auswahl der geeigneten Verpackung. Es gibt gute Verpackungen, es gibt schlechte Verpackungen. Die gute hat halt eine Zulassung, um halt hier auch Gefahrgut zu transportieren halt. Kennzeichnung und Dokumentation. Oder man erkennt halt hier von außen diese ganzen Logos und Stickers halt, wobei das ist jetzt hier kein Sticker für Lithium-Ionen-Akkus da worden. Da wurde, glaube ich, 2019 ein separater Sticker halt nochmal extra für Lithium-Ionen nochmal rausgebracht. Und Qualifizierung der beteiligten Personen, wenn sowas halt die Regel ist. Egal, ob jetzt Lithium-Ionen-Akkus versendet werden, auch wenn diese empfangen werden, auch wenn diese innerbetrieblich verwendet werden. Oder ganz wichtig, wenn Lithium-Ionen-Akkus halt ja, deponiert, verschrottet oder halt auch hier recycelt werden, da habt ihr halt die höchste Gefahr tatsächlich. Ja, Ausblick, das ist auch die letzte oder die vorletzte Folie. Verwendung von Anlagen, die auf Lithium-Ionen-Akkus basieren, werden immer häufiger. Das heißt also, wir werden uns mit dem Thema beschäftigen müssen. Die Thematik muss sich auch in Brandschutzkonzepten wiederfinden. Also für Studien, für Garagen, für Entsorgungsbetriebe, wo halt hier, wo ich persönlich einfach ein hohes Risiko sehe, darf jeder wieder anders sehen. Es ist auch nicht rechtsfest, es ist wirklich nur meine persönliche Meinung. Hier liegt meiner Meinung nach oder sollte hier ein besonderes Augenmerk drauf liegen halt. Gut, am Ende gibt es eine Checkliste, damit dir und mir geholfen ist. Also hier, wenn ihr wirklich halt mit Lithium-Ionen-Akkus und Co. halt arbeiten solltet. Überprüfung des bestehenden Brandschutzkonzeptes halt, ja. Einzelfallbetrachtung mit dem Sicherheitsingenieur des Versicherers, weil ja, wie eben schon, ladet den Versicherer ein, sagt ihm, wir haben jetzt hier Lithium-Ionen-Akkus. Ist das mitversichert? Ja, nein, was müssen wir halt tun, ja? Weitere oder Neuentwicklung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes, wobei das immer problematisch ist. Ich will jetzt hier niemanden angreifen, aber die Kollegen, die Konzepte schreiben, nicht alle, aber ein paar sind schon etwas älter, sind sehr komfortabel und bequem. Ich sag mal so, ich empfinde oftmals die Leute als ja, lustlos, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Halt auch hier nochmal das Brandschutzkonzept zu prüfen. Installation einer automatischen Wasserlöschanlage für schnelle Kühlen und zum Vermeiden einer Brandausbreitung. Ganz klar ist mit Kosten verbunden, aber wenn es einmal in der Firma brennt, Personenschaden, Sachschaden, dann hat man das Geld wieder schnell wieder drin. Im Brandfall schnelle Brandbekämpfung in den ersten Minuten muss halt irgendwie gewährleistet werden. Einbau von Brandmeldeanlagen mit Weiterleitung auf eine dauerhaft besetzte Einsatzstelle, in der Regel die Feuerwehr, kann aber auch ein Wachschutz sein, ein Intrusionsschutz, ein Sicherheitsdienst etc. pp. Halt. Berücksichtigung baulicher und organisatorischer Randbedingungen, wie zum Beispiel passgenaue Einsatzstrategien für Feuerwehren sowie bauliche oder räumliche Trennung. Und von nicht durch Löschanlagen geschützte Bereiche halt. Entfernung von beschädigten oder von defekten Lithium-Ionen-Batterien, Reduzierung der gelagerten Batterien auf das notwendige Minimum und Batterien nur mit Nachweis der Prüfung gemäß UN 383 lagern, also die hochwertigen geprüften Akkus halt lagern und Batterien von namhaften Herstellern mit entsprechenden Qualitäts- und Sicherheitsstandards sind hierzu bevorzugen.
Ich habe total übertrieben mit dem Vortrag. Wenn Fragen sein sollten, lest euch bitte nochmal den Artikel durch, ladet euch die Sachen runter. Da sind nochmal von allen Verbänden nochmal deren eigenen Meinung. Und ich habe auch noch eine Checkliste, die euch gegebenenfalls hilft, innerbetrieblich, nicht im Gefahrgut, nicht im Gefahrgut, sondern durch für die SIFA, Sicherheitsbeauftragten, Brandschutzbeauftragten, die Checkliste nochmal. Ansonsten verabschiede ich mich und wünsche euch viel Erfolg.